Okay, was sagt unsere Munition? Unsere Munition. Blablabla. Okay, Elena, einmal bitte die Muskeln spielen lassen. Ja, ich weiß, ich gehe sehr oft hier. Was habe ich denn getan? Ich habe doch getriggert, wie sie es wollte. Ich halte fest, du zuerst. Okay. Und hui! Das war knapp, aber gut. Knapp, aber gut. Oh. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Nein, ist es nicht. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Ach, das, ja, klar. Warum auch nicht? Weil das macht man ja so. Für gewöhnlich. Dass man einfach mal so Seile hochwirft. Und vor allen Dingen, dass man dann auch einfach hier so umkraxelt und... Mist. Okay, hier ist das Seil. Fang! Also da hätte man jetzt nicht einfach... Ich hab! Obwohl, ja, es ist relativ hoch. Genauso wie... Okay, mir nach. Das hier. Wenn man einfach so todesmutig daran springt. Ich glaube, hätte er sich jetzt nicht festgehalten, dann wäre... Drake nicht mehr. Du musst eben springen. Ich fang dich. Okay. Ich hab dich. Ja, ihr Schrei war sehr betörend. So, ganz leicht. Ganz leicht. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, wie ihr wieder zu... Komm, hier rüber. Okay. Wie ihr wieder zurückkommt. Los, hilf mir. Das sieht ein bisschen so eine Stadt aus, wovon... Ey, das ist eine Metal-Statue. Hey, wir können da raufklettern. Ach. Komm schon. Ja, meine Güte, nee. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Hey, ich hab ein Seil. Von wie schnell ist bitte diese Frau? Oh, ein Seil. Das ist natürlich praktisch, dass hier auch Seile rumhängen. Einfach so. Irgendwie. Sieh mal. Da oben. Sind sie das? Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, aber hallo. Wer weiß, wann wir hier wieder hinkommen. Können wir nicht erst ein paar Fotos machen oder so. Oh, schön, schön, schön. Ein bisschen Sightseeing-Tour, weil wann kommt man schon mal? Ach, du hast es ja nicht. Ja! Also, der muss ja Fingermuskeln aus Stahl haben, dieser Typ, ne? So wie der hier rumkraxelt. Also ich... Vor allen Dingen auch hier, Mademoiselle. Die eigentlich als rasende Reporterin ihr Kletterallüren an den Tag legt, die ihresgleichen suchen. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Leise. Das Wort leise in Verbindung mit Drake ist ja auch durchaus möglich. Das Wort leise in Verbindung mit mir an dem Controller ist fast unmöglich.
Ja, und wie soll ich da jetzt rüberkommen? Hallo? Sehe ich aus wie eine Bergziege? Tja, ich denke mal, wir können da ranspringen. Ja, nein, können wir nicht. Oh nein! Ich habe einen Alternativweg gesucht. Und ich hoffe, diese Cutscene kommt jetzt nicht nochmal. Tut sie. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Ja. Leise. Ich. Und leise. Tja, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Die sind mir ja witzig. Okay, wenn ich jetzt darüber und in einem 30-Grad-Winkel dann hier und da und dort, habe ich keine Ahnung, was ich hier überhaupt babbel, weil ich absolut keine Ahnung habe. Okay, wir müssen irgendwie von hier nach da. Oh. Aber wie? Ich denke mal hier rüber. Und dann... Ach, ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Gleich genau. Goddammit. Da ist eine Kante. Okay, wenn ich vielleicht nicht da hochkomme, hat da was geblinkt? Habe ich mich wohl verlinst. Ja, Herrschaftszeiten. Wo muss ich lang? Ja, das ist eine Tür. Ja, Mademoiselle Pusemuckel. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann ich mich nicht dran festhalten. Zumindest gehe ich mal so davon aus. Da kann ich mich nicht festhalten, da bin ich ja vorhin runtergefallen. Nur so eine Idee. Vielleicht kletterst du auf die Säule da. Ja! Klar! Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen, aber ich wollte ja, dass Elena auch was zu sagen hat. Noch mal ein bisschen was zum Spiel beitragen kann. Wir bleiben bei Ahem. Und jetzt... Geronimo! Und ich wette, das Ding bricht gleich ab. Okay, jetzt ganz vorsichtig hier entlang. Haha! Oder können wir da hoch? Nein. Sonst würde er die Hand ausstrecken. Moment, halt, da hat er nach oben gegriffen. Nein, Drake. Ja. Wäre jetzt natürlich auf der anderen Seite nichts gewesen, ne? Ich hätte mich kaputt gelacht. Und hopp. Und flubbedi. Drake, erschreckt mich doch nicht so, Mensch. Leise. Leise. Wie eine Katze. Eine große Katze. Im Porzellanladen. Die einen Elefanten sieht. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Und das sagtest du bereits. Pass auf.
Und jetzt? Die gute Elena könnte mir einen Tipp geben, da sie ja sonst auch immer alles tipitiert oder bitte hier Fachbegriff an. Okay. Trick. Da ist er! Nein, hier ist niemand! Ihr wisst schon, dass ich einen Höhenvorteil habe, oder? Eieiei, Karacho, Karambi, Tata, Tata. Ich glaube nicht. Hui, shit, ich bin tot. Bin ich nicht. Amen. What? Oh, Freiflug Fred ist ja auch da. Freiflug Fred war da. Richtig. Vor allem der liegt, der sieht da. Ach, ernsthaft? Geschenk! Wo stehen die eigentlich? Oh shit! So. Okay. Oh, das wird mir wehtun. Ja, ihm schon, mir nicht. Da! Oh shit! Zeig dich, du Feigling! Komm, Feigling! Put Frog! Oh shit! In Ordnung. War hier vorhin nicht noch einer? Wiedersehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, von wo die ballern. Ich such das Gebiet. Och, nö, 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 nö. Muss. Hier kommt was. Luftpost. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Mon Dieu. Okay, scheint alles. Upp, Drake, fall mir doch nicht runter. What the Puh-Manschuh? Scheiße! Yay! Nicht gerade leise! Sag das dem Kerl mit der Panzerfaust!